So, willkommen beim Battleground. Also wir sind noch nicht direkt im Schloss, aber wir sind zum Beispiel, wir sind zumal am Schloss. Und jetzt geht es darum, ja, einzudringen und einen zu töten. Der inzwischen auch Draco gefangen hat, also anscheinend, ja, ist er dann doch noch abgestürzt. Film, was ja auch wieder gesagt wird, wie immer etwas anders. Und ja, alte Bekannte treffen wir hier wieder, die Ritter. Und man sieht Raben zerfleischen dort hier Überreste von einigen Bauernkämpfern. Sieht ziemlich ein ziemliches Gemetzel. Und wir sind Bauern mit Schwertern. Und wir sind tatsächlich sogar einen neuen Gegnertyp, wenn man so will. Eigentlich ist es nicht wirklich ein neuer Gegner. Er hat bloß eine andere Waffe. Und zwar sind das die Bauern mit Bogen. Oder Bögen. Hier sogar zwei Stück hintereinander. Diese Kerle sind besonders nervtötend, weil sie sehr schnell Pfeile feuern können. Und ich meine, sie sind nicht so wild wie die Drachenmagier, die sehr präzise schießen konnten. Diese können nur quasi in 45-Grad-Winkeln schießen. Aber ich kann sagen, das reicht auch aus. Was in diesem Level lustig ist, ist diese Katapulte, auf die man draufsteigen muss, weil sonst kommt man nicht über diese Palisade hinüber, über diese Wand. Man schlägt einmal und wird dann vom Katapult quasi rübergeworfen, um weiterzukommen. Das passiert in diesem Level dann nachher noch ein paar Mal. Ja, aber ansonsten Bauern und Ritter. Ich glaube, das sind die Gegner, die hier auftauchen. Und am Ende dann ein Kampf gegen einen Drachentöter. Ja, natürlich Drachentötern kann ich sagen. Im Buch sind zwei Brüder dargestellt. Und ein Sir. Ein Sir irgendwas. Ich müsste das mal wieder nachlesen. Der dort hier für einen auch gekämpft hat. Also anscheinend auch ein Sir. Ich meine, das wird wohl irgendein Fürst oder Ritter gewesen sein. Und zwei Brüder. Die, aber erst ganz am Ende sterben. Ich weiß nicht, ob das im Film so halbwegs sichtbar ist. Ich glaube ja nicht. Da wurde einfach sich nicht gezeigt. Das waren einfach irgendwelche Kerle, die angeheuert wurden. Und da wurde kein Wort mehr drüber verloren. Ich meine, das hätte auch den Rahmen des Films dann auch gesprengt. Ich sag's ja auch. Bin auch nicht so. Aber zum Beispiel Brooke ist da noch am Leben. In diesem Spiel habe ich ihn jetzt ja schon getötet. Aber in Film und Buch ist er noch am Leben. Und er stirbt auf eine ziemlich interessante Art und Weise, wie ich finde. Und zwar kriegt er im Buch dann hier seine eigene Morgensternkugel ins Gesicht. Und stirbt daran. Tja, so kann es kommen. Das finde ich eigentlich fast schon ein passenderes Ende, als von Kara mit der Axt erledigt zu werden. Das, ich weiß nicht, Kara, also diese ganze Geschichte, also dass die Frau dann ja quasi hier jetzt rummetzelt auf einmal. Das fand ich ein bisschen, naja, fernab. Also, dass Bowen gut kämpfen kann und sich gegen andere behaupten kann, gegen andere Krieger, das war irgendwie, ja, und einen ebenso. Die sind halt sehr gute Kämpfer. Brooke auch. Felton eher weniger. Jetzt kommt der Kampf gegen einen Drachentöter. Man trifft hier noch mehrmals in dem Verlauf dieser Belagerung hier an einem Schloss hier auf Drachentöter. Hier auf den ersten mit einem, ja, ich weiß nicht, ob es eine Axt oder ein Hammer sein soll. Dessen Attacken kann man aber ziemlich gut ablocken. Und Kara ist da für mich irgendwie mutiert zu einem, plötzlich zu einem Mega-Metzelfee. Also irgendwie war das vollkommen unrealistisch, dass sie mal einen Krieger dann hier erledigen kann und so weiter. Einen vollgepanzerten, kampferprobten Krieger. Das kann ich durchaus akzeptieren. Ich meine, es gibt ja immer Zufälle und so einen Kampf, aber dass sie da vollkommen abgeht und Pudding, also wie ein Pudding und das so oft und dann auch noch Brooke niedermacht. Ich fand das ein bisschen arg. Und Felton hat sie ja quasi auch irgendwie umgebracht. Im Film zumindest, weil sie wurde ja von ihm festgehalten, aber dann konnte hier Heve, oder wie er heißt, dann hier den Felton von hinten treffen und töten. Und ich dachte, was ist das für ein Bodycount hier? Also das, fand ich ein bisschen arg übertrieben und das ist auch einer der wenigsten Punkte, die mich an dem Film dann doch stören. Aber das passt eh wenig, das war irgendwie zu viel des Guten.